metal mom ain't mine. Digimon World, genau. Nun, willkommen zum Re-Let's Play von Digimon World 1. Ryu, du darfst labern. Yay, hey ja, Leute. Ja, ich habe Ryu dabei. Mein erstes Digimon wird nämlich genau nach ihm benannt. Okay. Ich habe ein bisschen Platz auf meiner Memory Card geschaffen, weil ich schon gemerkt habe, es wäre kein Platz mehr über. So, nachdem wir diese epische erste Introduction gesehen haben, redet jetzt Gigimon zu uns. Ich bin Gigimon. Erzähl mir was über dich. Hast du ein Digivice? Ich weiß nicht, ob man Samsung Touch Handy so nennen kann, aber ich würde mal sagen, ja. Ich verstehe. Nächste Frage. Was ist dir lieber, Tag oder Nacht? Nacht. Tag. Verdammt! Daytime. Na gut. Wie ist dein Name? Nun, ich habe mich bei meinem ersten Let's Play von Digimon World Sonic genannt, also nenne ich mich jetzt SSF, weil das erstmal meinen vollen Namen beschreibt und weil das dann nicht so stumpf klingt. Nee, weil es noch stumpfer klingt, genau. Ja. SSF, nicht wahr? Ja. Yeah. Wie heißt dein Digimon? Ryu! Oder so. Du hast mit dem richtigen Namen Patrick, wie wär's, wenn ich dich einfach Patty nenne? Nein! Patty, nein, nicht Patty. Ryu. Okay. Groß und ganz groß. Nein, mit kleinen Buchstaben. Ich bin so. Immer. Das einzige Kürzel, was in meinem Namen noch zusätzlich kommt, ja, ein U. Nicht so viele U. Ich nehme Ryu. Ryu, nicht wahr? Ja. Ryu. Komischer Name. Siehst du, er findet's auch gut. Oh Gott. Das sind alle Fragen, die ich habe. Wir sehen uns. Nein, sehen uns nicht. Doch, jetzt kommt eine Szene. Du hast einen kleinen Späßchen im Park mit den anderen Jungs. Jetzt ab nach Hause. Fünfter Stock. Super. Also, das weist schon sehr viel Ähnlichkeit mit der Location von Tai in der ersten Digimon-Staffel auf. Jo. Er hat auch so weit oben gelebt und auch in so einem Wohnhaus, Miethaus, wo man dann außen auf dem Balkon in die Wohnung reingeht. Finde ich schon lustig. Ist eigentlich keine schlechte Idee. Das wäre eigentlich relativ cool. Gibt's nur in Deutschland nicht. Gibt's auch nicht in Wien. Ich bin zu Hause. Oh Gott, der Rucksack. Mamemon Face hinten drauf. Kommen wir später zurück. So, es gibt Pudding im Kühlschrank und vergiss nicht, dir die Finger zu waschen, bevor du ihn anpackst. Bla bla, wie alt er nun mal sind. Und er hat irgendwas gehört. Ich habe kein Geräusch gehört. Ich auch nicht. Super Matrix. Das ist schon geil gemacht gewesen.
Es blinkt und blitzt und sollte es eigentlich nicht. Es ist sein Spielapparillo, den er im Park nicht dabei hatte. Den er vergessen hat. Mhm. It's Digimon. Das ist digital, es ist klein. Es ist Koromon. Ja, Licht. So es ist der Werfelsitz von mir. So alles viel Licht. Licht. Zero Gravity. Das erinnert mich voll irgendwie voll an Heart of Darkness. Ja. Nur, dass der Junge davon selber losgegangen ist und nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt ein Haufen Daten, die jetzt so weltallmäßig da reingesaugt werden. Tasty. Fraktaltunnel. Wie lang Kabel? Ja, klar. Ich höre Stadtmusik. File City! Gab es nicht dieses Spiel eigentlich auf Deutsch? Es gab es auf Deutsch, aber das kann man nicht durchspielen. Ich bin zu voll für ein Patch. Englisch ist mir eh lieber. Er ist da, es hat funktioniert! Yay. Ein Mensch, genau wie du gesagt hast, Gigi! Er wacht auf. Oh, das war eine lange Nacht. Ne? Bin ich. Willkommen in der Digimon-Welt! Was? Ja. Yikes. Was denn los? Wer seid ihr? Vergewaltiger? Mafia? Das sind Digimon. Digi, was? Ich dachte, du wüsstest Bescheid über Digimon. Ich hab's, das ist ein Traum. Das ist kein Traum! Hey, warte, du bist Pokémon. Das ist ein sehr realistischer Traum. Das ist kein Traum, aber es ist auch nicht wirklich real. Was laberst du da? Wer bist du? Ich bin Gigimon. Dun, dun, dun. Ich kenne kein Digimon, das so heißt. Das ist ein erfundener Name. Scheiß drauf. Es gibt mehr Digimon, als du kennst. Und das ist die Digimon-Welt. Digimon-Welt? Diese Welt ist kein Traum, sie ist nicht real. Es ist unsere Welt. Mensch, das sieht mir echt zu real aus für einen Traum. Sieh mal hinter dich, dann verstehst du vielleicht, was ich meine. Was? Jo, Alter! What's up? Ist das Ryu? Nein, bin ich nicht. Wer hat ihn so fett gemacht? Hey! Ich erinnere mich, ich wurde in mein Digimon-Spielzeug gesogen. Das stimmt. Warum bin ich hier? Weil wir Party haben wollen und es geht nur mit Menschen. Und du willst mich füttern? Nein, fütter mich! Komm in mein Haus, dann erkläre ich's dir. Oh Gott, geh nicht ins Haus! Es ist eine riesige Fischdose, warum soll ich da nicht rein? Weil es Fisch ist. Ich hab dich hier eingeladen, um's zu retten. Warum hab ich dann keine Karte gekriegt? Kein SMS, kein gar nichts. Yo, Preis in Dechu! Retten von was? Von dir. Wir sind in File City. Es ist die Mitte der Insel. Eine Stadt? Hier? Nun, es war eine Stadt. Hier haben fast alle möglichen Viecher gelebt. Viecher? Die Digimon haben angefangen, ihre Herzen zu verlieren und sind aus der Stadt gezogen. Was meinst du? Oh mein Gott, es sind Herzen. Ich bin nicht sicher, was es verursacht hat. Die Digimon haben angefangen, ihre Sprachfertigkeiten zu verlieren. Manche von ihnen reden noch, aber sie haben alle vergessen, dass sie gelebt haben. Das ist, was du mit das Herz verlieren meinst. Es ist gefährlich, wenn wir nichts tun. Aber warum ich? Du bist doch gut dabei, Digimon zu trainieren, oder? Ich bin gut, das stimmt. Merkst du eigentlich, dass du die ganze Zeit Digimon sprichst? Hä? Niemals, ich spreche dann nur ganz altes Englisch. Für uns hört es sich wie Digimon an. That's right! In dieser Welt wird die Liebe zu den Digimon dir Kraft schenken. Danke. Deswegen habe ich dich auserwählt. Du kannst wirklich alle Digimon auf der Insel retten. Was? Du kannst auf mich zählen. Jump, Baby. Danke, du bist unsere einzige Hoffnung.
Wo fange ich an? Nimm Ryu und entdecke die Insel. Finde die Ursache, die Gefahr. Finde die Ursache der Gefahr und hol die Digimon zurück. Alles klar, verneigen. Let's go, Ryu! Nein, ich will was fressen. Das wird sie noch früh genug. Warte, ich wäre noch nicht fertig. Not finished. Okay, es gibt ein paar Sachen, die man in der PAL-Version hier tun könnte. Man könnte zum Beispiel jetzt mit dem Klappencheat bei Digimon reingehen und dort sich einfach irgendwo hinporten lassen, alle Techniken geben lassen, was du willst. Ist doch langweilig. Ich weiß. Willst du vielleicht ein bisschen Fleisch? Oh, Entschuldigung, ich habe vergessen zu erklären. Dies ist eine Fleischfarm. Wir pflanzen hier Fleisch an für alle. Ihr pflanzt Fleisch auf einer Farm an? Ja. Was denn? Was ist los? Nichts, ist schon gut. Bitte mach weiter. Gigi und ich haben uns dazu entschieden, dir jeden Tag 3 Stücke Fleisch zu geben. So, hier ist deine heutige Portion. Yay! You got meat! Fleisch, Fleisch, Fleisch! Mehr Fleisch! Ja. Du kriegst doch kein Fleisch, es sei denn, du rufst danach. Fleisch! Gut, hier gibt es noch was ihr holen könnt. Tokomon hat Sachen für uns. Okay, du kannst das haben, viel Glück. Wir haben eine Menge Items gekriegt. Ich kann Dreieck drücken, um auf meine Items und die ganzen anderen Klamotten zu gucken, dich zu loben, dich anzuschreien, dich schlafen zu schicken. Du scheiß Mist, wie? Ja, wie du siehst, haben wir ziemlich, eigentlich gar nicht so schlechte Werte für einen Rookie, aber meistens sind meine Viecher immer ein bisschen besser gewesen damals. Und du bist 0 Tage alt! Oh Gott. Jünger als Roxas und stärker als Roxas. In Kahadays. Der war nämlich 7 Tage alt, als man ihn steuern durfte. Gut, wir haben jetzt das halbe Inventar voll. Unser Fleisch, es waren noch 3 Stücke von Tokomon dabei. MP-Floppies. Also MP-Disketten, die füllen unsere Angriffskraft auf. Eine Heilung für 500 AP. Eine Aufwächsdisk, falls du K.O. gehst. Medizin Plastik. Und Pflaster. Für dein kleines Wehwehchen. Oh. Bei Punimon, bei dem roten Vieh, der so dünn und wieder dick und dünn und wieder dick geworden ist, da kann man sich immer schlafen legen. Erstmal. Aber das braucht man noch gar nicht. So, das ist Juramon, der fliegende Wischmob. Der hört sich um, aber im Moment hat er noch überhaupt keine Gerüchte oder sowas in der Art. Du weißt viel zu gut um dieses Spiel schon Bescheid. Ich habe es einmal durchgespielt, also wer wüsste da nichts. Genau. Hier ist das Trainingscamp. Hier hinten. Können wir dich schlau machen? Brauchst du aber noch nicht. Hier machen wir dich schnell. Brauchst du aber auch noch nicht. Und hier geben wir dir Kraft. Brauchst du auch noch nicht. Was brauche ich dann? Du brauchst bisher noch gar nichts, weil wir das erste Digimon noch ohne die ganzen Sachen platt kriegen. Aha. Hier kriegst du HP. Brauchst du auch noch nicht. Abwehrkraft. Brauchst du ebenfalls noch nichts. Jetzt hast du Hunger. Weil ich dich voll quatsche. Jetzt will ich dich voll fressen. Nom, 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 nom. Und weil du noch nichts getan hast, kommst du auch mit einem Stück raus. Yep. Das ist immer gut. Und hier kriegst du Angriffskraft. So richtig Damagekraft. So richtig hau dem Gegner in die Fresse. Da, 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 da. Native Forest. Sehe ich jetzt noch. Früher, die ersten Male, habe ich immer versucht, dieses Agumon ohne die ganzen Klamotten von Tokomon zu hauen. Was? Jetzt? Ficken? Okay, lass uns kämpfen. Ich bin sauer.